Jawohl. Ah ja, das bringt schon was. Man kriegt leicht viel Erfahrung, als wenn man hoffentlich Viecher töten würde. Das ist doch schon lange bekannt. Ohne sie zu töten halt, ne? Seht ihr? Schon wieder ein Scavenger getötet. Also jetzt nicht in echt, aber halt von den Erfahrungspunkten her. Und Geld kriegt man damit auch noch. Echt toll. Ach, wir haben Degen. Ach, stimmt ja, glaube ich, was es gibt, ne, oder so. Ach gut, dann nehmen wir den erstmal. Kann man ja benutzen. Und der lohnt sich, glaube ich, gar nicht, der rostige Gammelhänder. Zweihänder, ne. Boah, noch 10 Geschicklichkeit, dann können wir direkt so eine richtig Assi-Waffe benutzen. Das hätte ich gar nicht so schnell jetzt am Anfang, aber ist ja egal. Habe ich noch gar nicht gewusst. Hätte ich zwar nicht gedacht, aber ist in Ordnung. Sag mir nicht, du hast das nicht. Und nochmal 80 Erfahrung, super. Macht Spaß, Leute auszurauben. Vor allem, wenn man davon stärker wird. Kann man Francis auch beklauen? Hey, du! Bestimmt, oder? Jau. Das ist schön. Jawoll, und nochmal. Och, macht das nicht Spaß. So, jetzt mal gucken, was ganz Fieses. Können wir auch den Kranken da, der verletzt wurde, können wir dann auch ausrauben? Ist schon fies, aber ist egal. Morgen, morgen. Nee. Wie geht es dir? Keine Sorge. In ein paar Tagen bin ich wieder topfit. Klar. Hey du! Nö, nee, können wir auch nicht ausrauben. Liegt da irgendwas? Nö. Okay, hab gedacht, da wird was liegen, aber es ist nur so ein kleiner Stein, der aus der Erde ragt. Nein, ich kann euch ausrauben. Schade. Was können wir denn jetzt? Ich werde das auf jeden Fall versuchen mit lebendiges Feuer, aber erst, wenn wir den Rapier benutzen können. Ich habe eben die beiden Blablabla. Es wird wohl einige Zeit dauern. Ja, ist gut. Ich würde sagen, naja, was können wir jetzt machen? Ich glaube, ich schlafe erstmal bis Abend, weil wir haben sowieso 17 Uhr. Dann halt bis 18 Uhr, weil ich will jetzt nicht so viele Tage verschwenden, weil einfach nur so. Aber, naja. Oh, wir können noch Henry ausrauben und den Nathaniel. Ich bin gespannt, ob wir auch ins Banditenlager irgendwann kommen. Hey du! Weil im Prinzip müsst ihr, verdammt, kann ich ausrauben. Ja. Danke. Also wie gesagt, lebendiges Feuer werde ich auf jeden Fall ausprobieren, wenn ich die gute Waffe habe. Was soll ich jetzt noch sagen? Genau, ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann ins Banditenlager kommen können, irgendwie. Bis Abend. Was? Abend ist 20 Uhr bei denen? Na gut, von mir aus. Mir soll es recht sein. Gut. Vielleicht töten wir da noch ein bisschen was. Ach, ich habe sogar eine Idee, pass mal auf. Es gibt ja da überall diese kleinen Höhlen oder. Naja, klein nicht unbedingt, aber da sind überall Lurker in der Nähe. Ach cool. Oder hier, genau. Oh Gott. Sollen wir es versuchen? Ach komm, drauf geschissen. Erstmal ein, bitte nur ein, bitte nur ein. Ja, komm her, put. Weh, dein Freund kommt auch noch. Boah, der eine war ein guter Treffer eben. Der war echt gut, boah. Also gegen die ist nicht sonderlich einfach, ne? Nur mal so als Tipp. Das ist auch der andere. Komm. Ja, brav. Brav, komm her. Ja, hier frisst dein Freund auf. Schmeckt bestimmt gut. Ah. Verdammt, Mann, der hält so viel aus. Nee, der erste Schlag, der ist immer ziemlich gut. Der haut auch voll viel Leben weg bei dem, aber dann. Naja, ist es eher fragwürdig. Ob man das überhaupt noch Schaden nennen kann. Nur einer bitte. Nicht drei. Einer bitte. Komm doch. Mann.
Ja, brav, jetzt. Ja, brav, brav, ganz, ganz toll. Nein, verdammt. Verdammt, jetzt hör auf mich zu hauen. Es ist noch... Ach, scheiße, der andere hat's gemerkt. Nö, nö, ich hab nur deinen kleinen Bruder getötet, sonst nix los. Komm her, ich piekst dich. Ich piekst dich mit meinem Degen, komm jetzt. Ja, genau. Verdammt. Mit einem können wir uns auch anlegen, aber dann müssen wir, glaube ich, wieder zurück. Okay, da hinten sind noch Varane oder Alligatoren. Ich sehe es jetzt gar nicht genau. Und da ist eine Höhle. Boah, super Schlag. Jetzt hat er Schiss, hä? Boah. Das war super. Vielleicht können wir ja noch mit so einer blöden Ratte da hinten. Können wir auch, bestimmt auch noch uns mit dem anlegen hier. Scheißratte. Und Sturmangriff. Boah, Mann. Ein Schlag tot, ey. Das war gut, Mann. Okay, da ist ein Varan. Können wir eigentlich versuchen, auch noch umzulegen. Einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen. Nein, ausgewichen. Das war gut, das war gut. So, zwei Ratten. Hm. Welch kommt als erstes? Toll. Genial. Hier ist aber ein bisschen knapp, sehe ich gerade, was das Leben angeht. Aber vielleicht können wir gerade noch hier... Ist hier noch irgendwo irgendwas Gefährliches? Wenn nein, dann... Nehme ich den Lederbeutel und verpiss mich jetzt. Haben wir hier noch ein bisschen aufgeräumt. Ein bisschen Erfahrung gesammelt. Dann können wir ja... Ein bisschen auf Erkundungstour hier noch gehen, weil da hinten ist noch eine Höhle. Da bin ich jetzt aber nicht rein, weil ich mir da hundertprozentig sicher bin, dass da bestimmt Monster sind. Oder halt Tiere. Und da in dieser kleinen Höhle, die man kaum sieht und leicht übersehen kann, gehen wir auch noch rein. Ach, verdammt, ich wollte da hoch. Jetzt war wieder ganz nass, wenn wir durchs Wasser laufen. Naja, wenigstens müssen wir nicht schwimmen, sondern können durch das Wasser laufen, da es ja nicht so tief ist, zum Glück. So. Jetzt gehen wir erstmal wieder pennen. Wir könnten auch in unserem Blut baden, so viel wie wir haben. So. Wollen wir da auch direkt mal hin oder wollen wir erstmal nach dem Samuel gucken? Vielleicht hat er jetzt den Trank fertig. Können wir mit ihm mal reden? Haben wir noch sonst? Nö, wir haben jetzt 6 Aufgaben noch vor uns. 6 haben wir noch schon noch erledigt. Schon erledigt. Und ich will. Oder können auch da hinten. Da hinten hat doch auch noch irgendeine Höhle. Und da gehen wir als erstes hin, wenn wir jetzt schon hier beim Samuel sind. Auf jeden Fall, ich hätte, also nächstes Ziel jetzt wäre erstmal, okay, hat nichts Neues. Also nächstes Level, 10, also alles auf Geschicklichkeitspunkte, also Geschicklichkeitspunkte hauen und dann das, die gute Waffe anlegen und dann können wir versuchen, das lebendige Feuer zu löschen. Sagen wir es mal so, auszulöschen. Oh Gott, es sind aber auch ein paar hier wieder. Ja, gut, komm. Also in Gruppen sind die echt tödlich. Aber so geht's eigentlich, ne? Seht ihr ja. Da liegt er. So, der nächste dann gleich. Komm. Komm. Komm, 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 komm. Ja, gut. Paff. Boah. Was ein Schlag, Mann. So, die zwei sind jetzt aber sehr
nah aneinander und der Snapper auch noch. Das ist ein bisschen, wird ein bisschen schwierig, ein bisschen anspruchsvoller als die zwei jetzt. Die waren nämlich ein bisschen auseinander. Okay, gut. Der hat es im Visier, der andere nicht. Das ist gut. Jetzt muss er noch herkommen. Okay. Ja, brav. Jetzt steht der andere da direkt. Ja, komm. Komm jetzt. Hallo. Ja, gut. Komm her. Wow, ein Schlag. So, da ist ein Snapper. Snapper sind ja immer so ein bisschen aggressiv, ne? In dem Fall machen wir es auch. Ah, einfach draufrennen. Und da hat nichts gebracht. Aber einfach draufhauen, nicht aufhören. Naja, ging jetzt eigentlich, oder? Und hier ein kleiner Fisch und eine Klappmuschel. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Jetzt sehe ich es gerade nicht, weil das Wasser so ein bisschen blöd ist. Ja, manchmal sieht man ja ein bisschen was im Wasser, so am Strand. Ja, jetzt sieht man es auch einigermaßen. Na gut, da wird jetzt nicht mehr so gut sein, würde ich sagen. Okay, wollen wir da rein? Also ich will ja eher nicht rein. Obwohl, wir können ja abspeichern. Ich sehe Tränke. Und sonst nichts, das ist schön. Außer eine Spruchrolle und ein Toter, naja. Und eine goldene Halskette. Und ja, sag ich nochmal, gute Nacht. Und ja, hast eine schöne Unterkunft gefunden. Und naja, viel Spaß noch soweit. Gut, dann gehen wir jetzt zurück. Hat sich eigentlich gelohnt. Haben zwei Tränke, Goldkette. Kann man verscheffeln. Wenn auf Geld. Und ja, hat sich doch gelohnt. Aber leider sind wir immer noch kein Level aufgestiegen. Verdammt. Kann doch nicht mehr so lange dauern, glaube ich. Müsste jetzt demnächst sein eigentlich, weil, naja, es zieht sich ein bisschen. Aber müsste jetzt demnächst eigentlich passieren. Ich meine, wir haben jetzt sehr viele Leute ausgeraubt, sehr viele Viecher getötet. Wir können ja auch da hinten dann nochmal gucken. Also, wo wir letzte Nacht, sage ich mal, waren. Da waren ja auch noch zwei Höhlen zu erkunden, so gesehen. Oder nicht. So, huch. Kann man noch irgendwas? Vielleicht. Nein. Ich wundere mich über gar vielleicht, warte mal kurz. Ja, ich will die. Nein, will ich kaufen. Lass uns handeln. Du hast Glück. Ja, ich habe immer Glück. Er weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Also gut. Das interessiert mich. Also, wie ich gerade sehe, ist. Ich bin ganz deiner Meinung. Der Meisterdegen wäre das Einzige, was besser wäre als Rapier, aber das lohnt sich gar nicht. Also, würde ich sagen. Wir können jetzt momentan keine Waffe kaufen, die besser wäre, vom Geschick her auch, weil schon hier so ein grobes, oder eine Schiffsaxt, eigentlich ist ja auch ein grobes Beil hier, ach nee, ist eine Enteraxt. Enteraxt, Schiffsaxt, doch scheißegal, Mann. Ist doch genau das gleiche, auf jeden Fall kostet die, ja gut, kostet ein bisschen was, haben wir schon mal kein Geld mehr. Schaden 60, benötigte Stärke 60, und da brauchen wir nur 50 Geschick, das lohnt sich direkt. Ist das wirklich wahr? Ja, es ist wirklich wahr. Ich erzähle hier keinen Scheiß, Mann. Die Gammelwaffen können weg. Ich hätte das anders gemacht. Ja, ist doch egal. Wenn du es anders gemacht hättest, dann mach's selber. Die goldene Halskette kann auch weg. Also gut, als Waffen finden wir jetzt nichts Interessantes mehr. Fürs Erste würde ich sagen, wir öffnen hier den Lederbeutel noch. Verdienen ein bisschen Geld. Speichern nochmal ab. Er weiß ja nicht und mal, wie man ein Schwert hält. Das können wir dann noch kurz machen. Ach, grüner Noviz haben wir auch. Irgendwas ist in diesem das Fisch versteckt. Aha. Ein Ring. Aha, aha, aha. Und was für ein Ring? Wo ist denn der? Flammenschutzring. Besser als gar nichts. Da klappt Muschel. Muschel. Entschuldigung. Ja, Schwefel war drin. Ach, der polierten Bergkristall brauchen wir eigentlich noch. Mehr, wem man noch glauben soll. Blitz. Und Blitzschlag. Wow. Ist das wirklich wahr? Ja, ist wirklich wahr. Die Perle könnten wir eigentlich auch verkaufen, oder? Egal. Wenn wir mal ausmisten, werden wir es wahrscheinlich machen. Also genauso machen. Gut. In diesem Sinne sage ich, wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Und ja, bis dann. Ciao.